Da Klaas unseren Vergleich nicht unterstützt hat, besorgten wir uns eine Quadrant 5300FC des aktuellen Baujahres aus der Praxis. Die Presse hatte die schwenkbaren Tastrollen an der Pickup, aber nicht den optionalen, hydraulisch angetriebenen Einzug, der bei Verstopfungen auch reversiert werden könnte. Das gilt allerdings nicht für den großen Rotor des Feinkartschneidwerks. Dieses hat stolze 51 Messer, die das Erntegut auf nur 22 mm schneiden. Um die Klingen wechseln zu können, wird die Schneidmulde hydraulisch abgesenkt, bevor man die Schublade jeweils zur Hälfte nach links bzw. rechts ausziehen kann. Dann nur noch die Messer entsichern und schon kann man mit dem Ausbau beginnen. Die Klingen sind einzeln gegen Fremdkörper gesichert und die Schaltung kann in vier Gruppen vorgewählt werden. Dann sind entweder 13, 25, 26 oder alle 51 Messer im Einsatz. Klaas setzt als einziger Hersteller auf die eigenen Einfachknoter, die im Gegensatz zu den Doppelknotern keine kurzen Garnenden produzieren. Sauber gehalten wird das Ganze mit zwei starken Gebläsen. Im Vergleich war die Quadrant sehr gut in Sachen Pressdichte und Schnittqualität. Nur der Durchsatz mit vollem Messersatz war geringer als bei der Krone Varicat. Alle Details zu dem spannenden Vergleich lesen Sie in den Ausgaben Dezember und Januar von Profi.